Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Charles Fleischhauer Geheimnisvolle Geschichte. Ihr seht es wieder, ich habe einen interessanten Gast, Janosch Moser, nun schon, ich glaube zum dritten Mal auf meinem Kanal als Gast, aber seit einer längeren Zeit haben wir uns nicht gesehen. Janosch, super, dass du dir Zeit genommen hast, ich freue mich sehr. Ja, grüß dich Charles, freut mich auch, endlich mal wieder klappt's. Ja, und wir haben ja auch ein sehr interessantes Thema. Wir wollen heute über Lilith sprechen. Lilith, die mythologische erste Frau Adams, die Urmutter der Dämonen, die wilde Frau, was auch immer man ihr so zuschreibt. Lilith ist eine Figur, die relativ schwer zu greifen ist und trotzdem, ich wollte schon beinahe sagen, in aller Munde, das wäre vielleicht übertrieben, aber die doch ja häufig irgendwie herangezogen wird, vielleicht auch für als Sinnbild für so etwas wie die befreite Frau oder die wilde Frau oder irgendwie so als Gegenpol zur Eva. Und Janosch, du beschäftigst dich seit vielen Jahren sehr intensiv mit verschiedenen okkulten, esoterischen Strömungen, vor allem schwerpunktmäßig mit der jüdischen Mystik. Und da ist es naheliegend, dass du dich auch eben mit diesem Thema Lilith näher befasst hast. Und genau darüber wollen wir jetzt heute sprechen, wollen wir in die Tiefe gehen. Du hast uns auch eine Präsentation vorbereitet. Wenn du magst, kannst du dir schon mal parallel öffnen. Und ich würde gerne in das Thema so einsteigen mit der Frage, wer oder was ist Lilith überhaupt? Für diejenigen unter unseren Zuschauern, die das jetzt zum allerersten Mal hören und da noch nicht vorbelastet sind. Was muss man sich jetzt unter Lilith vorstellen? Ich würde sagen, wir gehen da Stück für Stück vor. Erstmal mit den relativ bekannten Erzählungen zu ihr. Und dann soll so ein bisschen der Schwerpunkt des ganzen Gesprächs auf einer wahrscheinlich für die meisten neuen Sichtweise auf diese mythische Figur enden. Oder damit dann, das soll die Hauptaussage des ganzen Videos werden. Das Thema, ja, ist mir auch ein Herzensthema, kann man so sagen. Ich habe jetzt bei YouTube auch länger nicht mehr viel Zeit gehabt, überhaupt was zu machen, aber das Letzte, was ich gemacht habe, war auch ein Video zu Lilith. Das ist jetzt, was wir hier heute machen. Der Versuch ist ein bisschen vereinfacht, zusammengefasst darzustellen, dass vielleicht der Zugang auch für mehr Menschen möglich ist. Die ausführliche Variante findet man dann auf meinem Kanal. Ja, Link unten in der Videobeschreibung. Wollen wir mit der Mythe mal anfangen, wie sie auch tatsächlich in der Literatur zu finden ist. Ja. Willst du die vorlesen oder soll ich das machen? Mach du mal. Ich überwache hier nebenbei die Technik. Okay. Also, nachdem Gott Adam erschaffen hatte, der allein war, sagte er, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Dann schuf er für Adam ein Weib aus der Erde, wie er Adam selbst erschaffen hatte, und nannte sie Lilith. Adam und Lilith fingen sofort an zu streiten. Sie sagte, ich will nicht unten liegen. Und er sagte, ich will nicht unter dir liegen, sondern nur oben, denn du taugst nur, um in der untersten Stellung zu sein, während ich der Überlegene sein soll. Lilith antwortete, wir sind einander gleich, weil wir beide aus der Erde erschaffen wurden. Aber sie wollten sich nicht einigen. Als Lilith das sah, sprach sie den unaussprechlichen Namen aus und flog in die Luft. So viel erstmal dazu, es geht noch ein bisschen weiter, aber das ist so. Mal vorweg jetzt die Frage, wo kommt dieser Text her? Was ist die Quelle davon? Wo stammt dieser Mythos her? Das ist jetzt eine deutsche Übersetzung des sogenannten Alphabetes Ben-Sira. Das ist so eine pseudepigraphische oder apokryphe Schrift, quasi zum Alten Testament. Also es ist jetzt in keiner Bibel in dem Sinne enthalten, aber man findet es relativ leicht über eine Google-Suche. Alphabetes Ben-Sira. Ist das eine jüdische oder eine frühchristliche Schrift? Das dürfte eine jüdische sein. Ja, es ist ja schon mal spannend. Es erinnert ein bisschen an die Geschichte von Adam und Eva. Nur, dass sie, es ist jetzt halt Adam und Lilith, ne? Genau. Also, wir gehen mal hier weiter in den Folien. Es geht also um Adams widerspenstiges erstes Weib, wie wir eben schon gehört haben. Sie wurde also auf jeden Fall vor Eva geschaffen. Eva spielt erstmal noch gar keine Rolle in der Geschichte.
Laut manchen Quellen ist sie sogar schon vor Adam geschaffen. Also da gibt es dann so Aussagen, wie sie sei schon am fünften Schöpfungstag geschaffen, zum Beispiel als eines der Meerungeheuer, die an diesem Tag genannt werden in der Bibel. Deswegen wird sie manchmal auch mit dem weiblichen Leviathan gleichgesetzt. Da gibt es alle möglichen Mythen zu, die können wir jetzt nicht alle hier ausführen, aber eine zum Beispiel ist, dass es einen weiblichen und einen männlichen Leviathan gab. Der weibliche war dann eben Lilith. Und damit Gott dafür sorgt, dass die Schöpfung nicht direkt untergeht, wenn sich diese beiden Urmonster paaren und noch Nachkommen zeugen, hat er dann einen davon sterilisiert quasi oder nach anderer Legende getötet, sodass es nur noch einen Leviathan gab, der alleine sich zumindest nicht fortpflanzen kann. Aber für mich jetzt oder für uns hier in diesem Gespräch ist eigentlich der entscheidende Punkt diese Aussage, dass sie sich wehrt gegen das, was Adam will, ihren eigenen Willen durchsetzt, und eben wegfliegt einfach, als Adam nicht auf sie hören will. Na, ich finde auch interessant, dass sie wie Adam aus der Erde geschaffen ist. Denn in der Bibel, in der Erzählung, wo es dann um Eva geht, da wird Eva ja aus seiner Rippe geschaffen. Natürlich ist das jetzt ein Bild, was auch immer dann unter Rippe zu verstehen ist. Da gibt es auch verschiedene Interpretationen. Aber ganz klar, Eva ist nicht aus der Erde geschaffen, Lilith schon. Also ganz klar ist Eva im biblischen Narrativ dann schon das dem Adam untergeordnete Weib, weil sie eben von ihm genommen ist und er quasi ja weiß, mit was das da zu tun hat. Es ist nicht ein ihm direkt als fremde Frau gegenübergestelltes Wesen, sondern Eva ist eben die Adam dann gut unter Kontrolle haben kann. Ich gehe mal weiter hier. Denn wir wollen ja ein bisschen tiefer reinschauen. Das, was wir bisher jetzt zusammengefasst haben, sind so die Klischees, sage ich mal. Also auch wenn man einen Juden fragt, wird der Lilith wahrscheinlich nur in diesem Sinne charakterisieren. Eher negativ. Ja, erstes Weib, in gewissem Sinne also vorrangig vor Eva, aber dann eben von Gott quasi degradiert, weil sie nicht dem Adam gehorchen wollte und Eva dann an die Stelle von Lilith gesetzt wurde. Allerdings, wenn man ein bisschen tiefer in die jüdische Überlieferung schaut, findet man auch andere Aussagen, überhaupt ganz viele Aussagen. Es gibt so widersprüchliche Sachen wie der Gatte von Lilith sei Samael. Andere sagen, der Gatte von Lilith sei Asmodeus, also zwei von den sogenannten Dämonen oder gefallenen Engeln. Aber wenn man in die Schriften von Isaac Luria reinschaut, also einem der wichtigsten sogenannten Kabbalisten, so aus dem 15., 16. Jahrhundert. Es gibt ja auch die Strömung der lurianischen Kabbala. Genau, das ist eigentlich so die Hauptströmung im Judentum seit 500 Jahren. Also keine spätere Strömung kann den Luria ignorieren. Trotzdem, diese folgende Aussage ist jetzt nicht so prominent. Die kennt wahrscheinlich nicht jeder oder fast keiner. Denn Luria sagt, eigentlich ist die Ur-Lilith, also es gibt mehrere Stufen der Lilith laut Luria, und die Ur-Lilith ist eigentlich das Weib des Adam Kadmon, also das Weib des Urmenschen. Also wir reden hier vom ursprünglichen Menschen, nicht vom Adam, der dann schon mit Eva im Paradies ist, sondern wirklich dem Urmensch, der quasi noch das wirkliche Ebenbild Gottes ist, der gewissermaßen der Agent Gottes oder der Avatar Gottes in der Schöpfung ist, könnte man sagen. Vielleicht könnte man ihn sogar als den sogenannten Demiurgen bezeichnen, wenn man das jetzt nicht negativ versteht, dieses Wort. Jedenfalls wird dann Lilith also als das Weib, und das Weibliche ist immer auch so das umhüllende, umgebende, die sich ausdrückende Erscheinung des Männlichen. Und diese Ur-Lilith ist also der Ausdruck des Adam Kadmon, der Ausdruck des ursprünglichen Willen Gottes für diese Schöpfung, könnte man sagen. Und dieses Weib des Adam Kadmon ist also eigentlich erstmal überhaupt nichts Negatives. Das Problem fängt an, wenn Adam Kadmon und diese Ur-Lilith voneinander sich trennen oder wenn sie nicht in Harmonie sind. Dann nämlich entsteht quasi, und da geht aber auch dann der Fall des Adam mit einher, also der Adam Kadmon wird dann zum sogenannten ersten Adam. Das ist dann schon etwas, was wir eben am sechsten Schöpfungstag in der Bibel beschrieben bekommen. Das ist aber immer noch der Adam vor einer Eva. Das ist der Adam, von dem gesagt wird, und er wurde als männlich-weiblich geschaffen. Das ist also ein androgyner Adam. Der Adam Kadmon ist noch etwas Höheres, aber jetzt sind wir beim zweiten Adam, der allerdings der erste Adam genannt wird in der jüdischen Überlieferung. Also Adam Kadmon wäre sowas wie der Nullte. Der Nullte quasi, genau. Ja. Und dieser erste Adam ist nun ein männlich-weibliches Wesen. Und demgegenüber ist die
Ur-Lilith auch gefallen und wird jetzt zu einem Doppelwesen zusammen mit Samael. Und daher kommt dann eben die Rede von diesem, also vom Samael-Weib. Also dass Lilith das Weib des Samael ist, des Aber obersten die, ich gefallenen habe da, Engels. dazu mal eine Frage, dieser Adam Kadmon, ist der auch als androgyn zu verstehen? Ja, könnte man zwar so sagen, aber ich würde eher sagen, der ist sogar noch jenseits von solchen Formen einfach. Also der ist wirklich noch Ja, so wie Gott. weil die Frage ist, ob Lilith in diesem Zustand, wo sie mit Adam Kadmon praktisch zugeordnet, wo sie ihm zugeordnet ist, ist sie ja trotzdem etwas Weibliches. Sie ist dann weiblich und er ist männlich-weiblich. Naja, ich würde eher Oder wie sagen, ist, oder beide. sind beide auf einer Metaebene, wo sie noch eigentlich das noch nicht sind? Also So würde erst ich es nach, eher sagen, ja. Das ist was eine heißt erst Meta. nach, das Das ist heißt erst eine. nach der, nach der, Entschuldigung, ich rede mal jetzt kurz, oder, also eher, um es zu verstehen, erst nach der Trennung von Adam Kadmon und Lilith entsteht dieser erste Adam, der androgyn ist, und Lilith, die weiblich ist, wird dann aber mit Samael verbunden und ist praktisch auch androgyn, weil sie dann Lilith Samael ist. Und vielleicht nochmal zu der Ur-Lilith. Bei Luria wird dann auch gesagt, ihr, also sie hat viele Namen, viele geheime Namen und einer davon sei Apsu oder auch Abisu. Apsu kennt man auch, ich glaube, aus der sumerischen oder auf jeden Fall so mesopotamischen Mythologie als sowas wie das Urchaos. Und auch wenn wir eben schon vom Leviathan gesprochen haben, auch der Leviathan spielt in der jüdischen Überlieferung ungefähr diese Rolle, eine Art urchaotischen Macht, also eines Urchaos. Und Apsu wird dann meistens mit Tiamat auch zusammengestellt in diesen mesopotamischen Mythologien. Tiamat und Apsu sind auch so eine Doppelheit des Urchaos, die das eine männlich, das andere weiblich. Und soweit ich mich erinnere, ist eigentlich Tiamat dann eher das Weibliche und Apsu, mit der hier also Lilith assoziiert wird, ist gerade eher das Männliche. Also da zeigt sich auch, dass dieses männlich-weiblich auf dieser höchsten Ebene ein bisschen schwammig ist, eigentlich noch nicht so die richtigen Begriffe sind. Es ist schon eine Dualität oder besser Polarität, aber mit männlich-weiblich in unserem irdischen Verständnis sollte man es vielleicht nicht unbedingt versuchen zu erklären. Ja, Ich so wie tendiere. so höhere Oktaven oder eben Metaebenen. Genau. Ich tendiere zum Beispiel eher dazu, beim Adam Kadmon und dieser Ur-Lilith zu sagen, Adam Kadmon ist sowas wie der Wille Gottes und die Ur-Lilith ist die Vorstellungskraft Gottes. Also Wille und Vorstellungskraft. Manch einer mag sich an Schopenhauers Hauptwerk erinnern, die Welt als Wille und Vorstellung. Also diese beiden Seiten, sagen wir mal auch, die sich dann auch in den menschlichen Fähigkeiten niederschlagen, immer als der menschliche Wille und die menschliche Vorstellungskraft, wird sich eben dann so gedacht, dass auch der Schöpfer oder die Schöpfungskraft jenseits von männlich-weiblich auch diese zwei Hauptaspekte hat. Wille als das Zentrum, der Punkt in der Mitte des Kreises und dann die Vorstellungskraft, das Umhüllende, was diesem Willen Gestalt gibt. Das ist so ungefähr die Idee, wie ich sie in Worte fassen würde. Ja, und dann eben Samaels Weib, die nächst niedrige Stufe von Lilith. Haben wir eben schon gesagt, es ist quasi wie eine Art dunkler Schatten oder dunkles Spiegelbild von diesem männlich-weiblichen ersten Adam. Es ist dann eben Samael und Lilith als eine Wesenheit. Aber auch da kommt jetzt wieder dieselbe Symbolik, wie was ich eben schon von den Leviathanen erzählt habe. Gott sieht dem Urmenschen oder nicht dem Urmenschen, dem ersten Adam, dem männlich-weiblichen gegenüber entsteht oder manifestiert sich eben diese Samael-Lilith-Wesenheit als eine potenziell sehr zerstörerische Gegenkraft. Und dann trennt Lilith diese beiden voneinander und zwar so, dass sie auch wirklich sich nicht mehr nahe kommen können. Also das auch wiederum keine Möglichkeit der Zeugung von Fort, also von Nachkommen möglich ist. Also Lilith trennt sich dann von Samael. Ja, wird getrennt, also nicht freiwillig, sondern wird ihm entrissen quasi. Und was Und ist die vorher wurde sie ja Konsequenz? schon von Adam Kadmon getrennt. Also sie ist immer die getrennt, also die weibliche Kraft, die immer abgetrennt wird. Genau, ein schönes Motiv, also schön formuliert, da kommen wir auch später nochmal drauf, auf das Abtrennen. Ja, und dann, als sie eben Samael nicht mehr erreichen kann, was macht sie? Sie hat immer noch die Begierde, sich fortzupflanzen und befruchtet zu werden. Also sucht sie sich alle möglichen Wesen in der Schöpfung. Andere Geister, Dämonen, oder besser gesagt, meist wird gesagt, durch diese
Verbindung mit anderen Wesen entstehen dann das, was wir heute Dämonen oder böse Geister nennen. Aber zum Beispiel auch Adam selbst wird dann von ihr quasi in seinen Träumen überfallen. Und das ist so die Mythe, die auch heute relativ bekannt noch ist, dass Lilith den Männern in ihren Träumen als schöne Frau verkleidet erscheint und daneben Männer feuchte Träume haben und aus dem so vergossenen Samen dann Lilith ihre Dämonenbrut weiter zeugt und züchtet. Erinnert ja auch ein bisschen an dieses Narrativ wie zur Zeit der Hexenverfolgung, wo ja dann den Hexen auch vorgeworfen würde, sie würden irgendwie Beischlaf mit dem Teufel haben und solche Sachen. Und es gibt ja auch noch den sogenannten Succubus, so eine Art weibliches Vampirwesen, was auch den Männern irgendwie die Energie oder das Blut aussaugt bei Nacht und ja auch mit so sexuellen Vorstellungen verbunden ist. Ich glaube, so eine Art Wesenheit oder die Idee so einer Wesenheit gibt es in verschiedenen Kulturen und hat es auch schon in verschiedenen Zeiten gegeben. Bin ich mir sicher, und genau das, was du gerade angesprochen hast, die Succubus-Idee, die ist mit ziemlicher Sicherheit, zumindest so im abendländischen Raum, von dieser Lilith-Mythe abgeleitet. Ja, gehen wir weiter. Die nächste Stufe der Lilith, also noch eine weiter unten, ist dann das Weib des Asmodeus. Man sieht es jetzt, glaube ich, nicht, weil ich davor sitze. Jedenfalls ist Asmodeus ein weiterer von diesen gefallenen Engeln oder Dämonen, wie sie ja auch gern genannt werden. Asmodeus ist auch wirklich noch mal ein bisschen, ich sag mal, bösartiger. Wenn man jetzt mal einfach nur die Mythologie zu diesen Figuren sich anguckt, Samael, der wird zwar auch in der Regel recht negativ dargestellt, andererseits wird er aber auch in der westlichen Tradition als einer der sieben Erzengel, und zwar der dem Planeten Mars zugeordnet ist, aufgezählt. Also erstmal eigentlich relativ neutral. Aber im Judentum ist er halt tatsächlich schon seit Jahrhunderten als der König der Dämonen oder der König der Gefallenen auch bekannt. Der Name Samael ist auch insofern interessant, kann man ganz vielfältig deuten. Aber man kann ihn zum Beispiel auch mit einem Sin anstatt mit einem Samech schreiben. Es wird dann genau gleich ausgesprochen. Dann könnte man es aber auch anders lesen. Nicht Samael, sondern Shem-El. Und das würde dann Name Gottes bedeuten oder Name einer Gotteskraft, El. Und da es aber mit einem Sin anstatt mit einem Shin geschrieben wird, also das sieht zwar im Schriftbild gleich aus, wird aber anders ausgesprochen, sagt man im Judentum, das ist die linksseitige Aussprache dieses Buchstabens. Und damit könnte man sagen, es ist der linksseitige Name des Gottes oder der Gotteskraft. Also auch da ist wieder oder immer noch der Bezug zum eigentlichen positiven Gott gegeben. Es ist eben quasi so die andere Seite dieses positiven Schöpfers. Also da ist Samael wirklich noch was Kosmisches, eine Art notwendige Gegenkraft gegenüber dem eigentlichen Schöpfer. Bei Asmodeus im Namen, da steckt dann eigentlich nur noch das Zerstören drin. Also Ashmodai heißt ja auf Hebräisch. Und dieses Shamad ist im Prinzip Zerstören, Vernichten, also als Verb. Und Ashmodai heißt so viel wie ich vernichte, ich bin am Vernichten oder so. Und auch in dem, was man dann diesen Dämonen zuschreibt, ist bei Asmodeus eindeutig mehr die Tendenz zu erkennen, dass er zu Lustbefriedigung, auch zu Gewalt und Blutrausch die Menschen verführt. Also das ist dann wirklich eine sehr niedere Form dieser ganzen Kräfte. Und auch dessen Weib wird also Lilith. Und jetzt könnte man meinen, das kann ja nur übel ausgehen. Und natürlich auch da zeugt sie wieder alle möglichen Geister und Dämonen, die vielleicht eher destruktiv sind. Aber eine ihrer Töchter, die sie da zeugt, ist dann die sogenannte Naama. Und Naama wird uns jetzt im weiteren Gespräch noch ein bisschen beschäftigen. Ihr Name bedeutet nämlich lieblich, anmütig, angenehm. Also das ist plötzlich was ganz anderes als Lilith. Vielleicht sollten wir auch zum Namen Lilith kurz was sagen. Natürlich Lilith, Lilitu gibt es auch in anderen Traditionen, nicht nur im Jüdischen. Ist also die Frage, ob man es vom Hebräischen etymologisch erklären sollte. Wissenschaftler werden wahrscheinlich da Skepsis haben. Aber ich gehe trotzdem mal über das Hebräische daran. Da ist Lilith dann nämlich ganz eindeutig von der Nacht, von der Laila abgeleitet. Es würde also ungefähr bedeuten, die Nächtige oder die Nachtfrau. Und wenn man noch weiter in die Wortwurzel vom Wort für Nacht geht, Laila, dann hat es was mit dem Umschlingen zu tun, also wie die Nacht mit der Dunkelheit einen umschlingt und man quasi bewegungslos ist, weil man gar nicht mehr weiß, wo man hinlaufen kann. So ist auch die Lilith sich so vorzustellen, dass sie den
den Mann zum Beispiel in den Träumen umschlingt, umgarnt, einfängt. Also da ist dieses, ja, umhüllende, einhüllende, verdunkelnde im Vordergrund. Dadurch, dass es mit der Nacht und mit dem Träumen assoziiert ist, könnte man aber auch vielleicht ein bisschen weiter es interpretieren im Sinne von Lilith steht einfach für die Gabe der Vorstellungskraft. Das hatten wir eben auch schon bei der kosmischen Ur-Lilith, aber auch so aufs Menschliche bezogen. Wenn Lilith die Männer in ihrem Schlaf zu schönen Träumen inspiriert, dann ist sie ja quasi auch die Repräsentantin dieser der Möglichkeit, dass der Mensch sich etwas vorstellt, was keine äußere Realität ist. Also nicht einfach eine bloße Erinnerung wieder hervorruft an etwas, was er wirklich physisch erlebt hat, sondern etwas neu aufbaut in seinen Vorstellungen, also in seinen Gedanken quasi. Und das ist etwas, was ja für die gesamte Menschheitskultur und Kulturentwicklung von sehr herausragender Bedeutung ist. Also eigentlich kann man sagen, alle Kreativität, alle Kulturstiftung kommt ja nur dadurch, dass der Mensch abstrahieren kann von dem ganz Handfesten und sich quasi in eine Art Vorstellungswelt begeben kann und dort mehr oder weniger nach Belieben die Sinneseindrücke, die er so gesammelt hat, neu zusammensetzen kann. Also auch mit dieser Fähigkeit assoziiere ich Lilith. Ich gehe mal eine Folie weiter. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern dieses heutigen Videos. Denn die These, die ich hier vertreten will, ist, Lilith ist auch, nicht nur, sondern eben auch, die Schutzheilige der Dissoziation. Also Dissoziation, der Begriff ist vielleicht nicht ganz so geläufig den meisten, ist eigentlich ein Fachterminus aus der Psychologie. Das bedeutet wortwörtlich sowas wie, also es ist quasi das Gegenteil von Assoziation. Das Wort kennt man noch. Assoziieren heißt etwas zusammenbringen, also zwei Sachen miteinander zusammenbringen. Und Dissoziation ist also das Gegenteil, etwas auseinanderreißen, was eigentlich zusammengehört. In diesem psychologischen Konzept ist es dann so gemeint, insbesondere im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen, dass ein Mensch während des Erlebens eines Traumas so überwältigt ist von dem Geschehen, dass er es einfach nicht verarbeiten kann und sich quasi abspaltet von dem äußeren Geschehen. Dass er also sein Bewusstsein trennt von den physischen Empfindungen, die währenddessen passieren. Das heißt also, das eigentliche Trauma wird dann auch gar nicht mehr richtig im regulären oder im episodischen Gedächtnis abgespeichert, sondern bleibt nur in diesem, was man implizites Gedächtnis in der Psychologie nennt. Hängen, könnte man sagen. Das ist dann aber eher in Fetzen zerrissen. Ein bisschen hier die körperlichen Empfindungen, dann an einer anderen Stelle vielleicht ein paar visuelle Eindrücke, dann wieder an einer anderen Stelle dann halt die gehörten Laute oder Worte. Und so ist also dieses Trauma quasi vom Hauptbewusstsein abgespalten, getrennt. Also da kommen wir wieder zu diesem Begriff. Lilith hat immer was mit Spaltung und Trennung auch zu tun. Ich halte es mal kurz hier in die Kamera. Das ICD-10, interessantes kleines Büchlein. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus dem Studium. Das ist von der Weltgesundheitsorganisation tatsächlich. Die geben das heraus. Auch wenn die in den letzten Jahren aufgrund gewisser Kollektivereignisse in der, sagen wir mal, das Vertrauen, was diese Organisation betrifft, gesunken ist, ist es trotzdem interessant. Das ICD-10 ist das Verzeichnis. Beziehungsweise ICD-10 Kapitel F, ja, ist das Verzeichnis aller psychischen Störungen. Und da gibt es halt auch ein Kapitel mit den dissoziativen Störungen. Das, was du gerade beschrieben hast, unter anderem auch die dissoziative Amnesie, also dieses Vergessen. Es ist jetzt umfangreich, wird jetzt den Rahmen sprengen, aber auch so Trance- und Besessenheitszustände im klinischen Sinne fallen unter diesem Bereich der Dissoziation. Und ich finde es halt ganz spannend, dass du dieses Feld, was dann ja eigentlich aus der klinischen Psychologie stammst, hier mit dieser mythologischen Figur der Lilith in Verbindung und in Einklang bringst. In diesem klinischen Verständnis als psychische Störung oder als Begleiterscheinung von Störung, ist die Dissoziation jetzt ja in dem Sinne nicht unbedingt so positiv konnotiert. Es ist ja noch etwas Krasseres oder Intensiveres als eine Verdrängung. Ja, verdrängen tun alle Menschen bei der Dissoziation. Da muss schon tatsächlich dann was Traumatisches passieren. Jetzt sagst du, Lilith, sowas wie die Schutzheilige oder Patronin dieses Phänomens. Wo siehst du denn da das Positive?
Naja, also diese ganze Präsentation habe ich mal provisorisch von Lilith zu Nama, Trauma und Heilung genannt. Also ja, ich assoziiere Lilith durchaus mit dem Trauma auch, also mit dem eher destruktiven Aspekt auch der Dissoziation. Aber indem dann Lilith die Nama zeugt als ihre Tochter und man könnte auch sagen als ihre Transformation, ihre eigene Transformation, sind wir eben wieder bei der lieblichen, bei der angenehmen. Und das ist dann eben für mich das Symbol für die Heilung. Und da kommen wir dann auch gleich noch zu, um diese Folie hier kurz abzuschließen. Grundsätzlich also Dissoziation, Abspaltung von der Umwelt, könnte man sagen. Und eigentlich könnte man auch alles, was ich eben schon umrissen habe, was die menschliche Vorstellungskraft tut, als eine Art Prozess der Dissoziation, also natürlich einer sehr leichten Form von Dissoziation deuten, indem man sich eben in Gedanken quasi begibt, in Gedanken schwelgt, tagträumt oder wie man es dann nennt. Da ist man ja auch gewissermaßen taub und stumpf, abgestumpft für die äußeren Sinnesreize, die auf einen kommen. Also wenn der Mensch sich wirklich in seine Vorstellung begibt, spaltet er sich auch gewissermaßen von der physischen Realität ab, dissoziiert er also auch in einem gewissen Sinne. Jetzt könnte man es natürlich einfach nur als Flucht vor der Realität sehen, so wie das ja bei einem Trauma ganz eindeutig der Fall ist, im Sinne einer Selbstschutzwirkung. Oder auch wie das bei einem Tagträumer ist, der wirklich nichts mehr im Leben auf die Reihe kriegt, also der die ganze Zeit nur in Gedanken schwelgt, schöne Ideen hat, aber nichts davon mal in die physische Materialität umzusetzen weiß. Da ist es auch eher eine Flucht vor der Realität. Aber, und das ist dann hier der Punkt rechts unten, Hüterin des Traumas ist diese Schutzheilige der Dissoziation. Also sie schirmt uns ab von dem traumatischen Geschehen, bewahrt es aber trotzdem, weil alles, was uns passiert ist, ist natürlich eine Botschaft unseres Schicksals an uns. Und auch die Dinge, die wir noch nicht sofort verkraften und verarbeiten können, ist und bleibt eine Botschaft. Und die Hoffnung ist eben, dass man irgendwann die Kraft und die Stärke oder die Reife erlangt hat, sich dem Trauma dann zu stellen. Und das ist dann eben der Punkt, wo diese Schutzheilige in Aktion tritt, die bisher sich quasi vor einem verborgen hat, das Trauma einfach auf sich genommen hat, könnte man auch sagen. Da schreibe ich der Lilith jetzt fast schon so eine Christusrolle zu. Sie hat quasi unser Erleben, was uns zu schwer war, dann genommen und getragen, damit wir uns nicht daran überhaupt erinnern können. Aber irgendwann kommt sie vielleicht und versucht es uns dann näher zu bringen. Das mag dann auch nicht unbedingt angenehm sein im ersten Moment oder die ersten Wochen, Monate, vielleicht sogar die ganzen ersten Jahre. Aber je mehr wir uns dann trauen, uns diesen Fetzen, die uns da gereicht werden, mal zuzuwenden, bin ich überzeugt, hilft sie uns auch dabei, sie wieder zu integrieren. Denn darum geht es ja bei allem Dissoziierten, dass es etwas Abgespaltenes, was aber eigentlich ja Teil von uns ist. Und es muss wieder integriert werden in unser Wesen, damit wir wieder heil werden, ganz werden. Das also so die Idee, warum ich Lilith als Schutzheilige der Dissoziation betrachte. Ich gehe mal weiter. Denn wir müssen natürlich auch die destruktiven Seiten ein bisschen hier behandeln und im Auge behalten. Liliths gefährliche Gefährtinnen, also von Nama haben wir schon geredet, die habe ich jetzt erstmal sehr positiv dargestellt. Wobei sei dazu schon hier gesagt, Nama wird auch in der Überlieferung mit dämonischen Kräften assoziiert. Nicht nur, aber auch in unserem Gespräch in der Viererrunde zum dämonisch-weiblichen hatten wir auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Unter anderem die Geschichte, dass Nama einerseits die Mutter der Dämonen oder eine Mutter von Dämonen ist, also ähnlich wie Lilith. Andererseits aber auch als die Frau von Noah, also dem mit der Arche, aufgeführt wird. Und dadurch quasi die Mutter aller nachsintflutlichen Menschen ist. Ist Und sie, letztlich. ich bin da nicht so bibelfest, ist sie auch in der Bibel seine Frau oder nur in einer extra Überlieferung? In der Bibel selbst wird es nicht als Noahs Frau erwähnt, aber das ist wirklich in der jüdischen Überlieferung relativ bekannt. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder Jude das wissen würde, aber wenn man fragt, wer ist denn eigentlich oder wie heißt denn eigentlich die Frau von Noah? Wenn dann Jude sich mal erkundigt, wird er auf jeden Fall den Namen Nama hören. Aber Ob auf er sie welche dann Quelle ist, zusammen. kann man dann zurückgreifen? Ist das im Talmud oder aus welcher Überlieferung stammt das dann? Ja, im Talmud mag es auch so eine Erwähnung geben. Auf jeden Fall sind das in solchen Midrashim, also in Nebenüberlieferungssträngen. Die sind jetzt nicht unbedingt im Talmud selbst enthalten, aber habe ich jetzt nicht parat, die genauen Namen. Vielleicht kann ich sie dir noch nachreichen, dann kannst du es in der Videobeschreibung verlinken Ja, oder nö, so. so ganz genau müssen wir es nicht wissen, nur so ungefähr. Es interessiert mich halt, wo man das findet, grob. Ja, Also, mir liegt jetzt ein Name auf der Zunge, aber der wird auch den wenigsten was sagen.
die Mechilta wird es, glaube ich, genannt. Ich glaube, da gibt es diese Geschichte, dass Naama die Frau Noahs wird. Naja, jedenfalls Naama, also auch die Mutter der nachsintflutlichen Menschheit und damit eigentlich der gesamten Menschheit. Denn nach der Sintflut ist ja nichts mehr übrig von den Vorsintflutlichen. Aber kommen wir auf die beiden anderen, die also die Schwestern von Naama, die anderen Töchter Lilith sind. Eshet und Agrat, genau genommen Eshet Znunim und Agrat Bat Machlat. Diese Namen sind ein bisschen schwer zu übersetzen. Also Eshet Znunim ist noch relativ einfach. Das wird meist als die Frau der Hurereien übersetzt. Also Eshet ist ganz klar, das ist die Konstruktusform von Isha. Kennt man auch im Deutschen, die Ische, übers Jiddische in unsere Sprache gekommen, die Frau. Allerdings, hat das eigentlich eine Verbindung zu Ishtar, der Göttin? Auf den ersten Blick erstmal nicht. Also Ishtar ist im Hebräischen Ashtoret oder wird oft mit Ashtoret assoziiert und Ashtoret heißt wortwörtlich Mutterschaf. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Isha, also außer die Weiblichkeit, die ist identisch, aber sonst nicht unbedingt. Aber klar, Ishtar ist natürlich auch ein weiterer weiblicher Archetyp, der auch mit Lilith irgendwie zu tun hat oder haben könnte. Worauf ich hinaus will bei dem Wort Eshet, also sowohl Isha als auch der Mann Ish, sind im Hebräischen von derselben Wurzel abgeleitet wie das Wort für Feuer, Esh. In diesem Sinne kann man Eshet Znunim auch als das Feuer der Hurerei oder der verschiedenen Arten von Hurerei, denn Znunim ist eine Pluralform, übersetzen oder interpretieren. Und Agrat Bat Machlat ist noch ein bisschen schwerer zu übersetzen. Das Agrat, da habe ich erstmal gar keine wirkliche Übersetzung gefunden, aber wenn man sich die Wortwurzel anschaut, dann ist es ein Gimel Resh, also ein Gar oder Gara, und das heißt so viel wie wohnen. Und Bat heißt Tochter, kann aber auch als Beit gelesen Haus bedeuten, und Machlat kommt von Chol, das heißt profan, entweiht, durchstochen, also Chilel heißt durchstechen, entweihen. Und so könnte man Machlat als sowas wie entweihtes, etwas, was entweiht ist oder etwas, das entweihen tut, übersetzen. Und diesen ganzen Namen Agrat Bat Machlat habe ich dann hier provisorisch als das Wohnen in einem entweihten Haus übersetzt. Also diese beiden Seiten der Lilith sind die eher destruktiven Ausprägungen, das Feuer der Hurerei und das Wohnen im entweihten Haus. Das mag jetzt noch ein bisschen rätselhaft klingen, ich gehe mal eine Folie weiter. Denn da kommen wir zur Botschaft des Fleisches. Denn durch was auch immer, Traumata, Prägungen oder einfach nur das Leben als Mensch in dieser Welt, hat der Mensch nun mal auch viele destruktive Seiten in sich, an sich, um sich, Erlebnisse, die destruktiv auf ihn wirken. Und wie passen da jetzt diese beiden Töchter Liliths rein mit diesen doch eher bedrohlich klingenden Namen? Da tendiere ich zu einer Deutung, wo man die Agrat Bat Machlat als der Kulturprägung zugeordnet auffassen könnte und die Eshet Znunim als eher der Natursymbolik, also jetzt insbesondere auch im Bereich auf Sexualität. Vielleicht nochmal zu der Überschrift Botschaft des Fleisches, das ist gewissermaßen ein Wortspiel im Hebräischen, denn Botschaft und Fleisch werden auch mit denselben Buchstaben geschrieben im Hebräischen. Also man könnte sagen, alles Fleisch ist auch gleichzeitig Botschaft und alle fleischlichen Begierden sind entsprechend auch eigentlich Botschaften an uns, wo man sich halt fragen kann, wie man damit umgehen soll. Also nur weil man jetzt irgendwie einen Reiz verspürt, dieses oder jenes zu tun, heißt es nicht unbedingt, dass die Botschaft ist, tu es, sondern vielleicht auch, frag dich mal, warum du das tun willst und ob das so gesund sei. Aber das ist natürlich ein weites Feld, wo jeder sehr individuell dran gehen sollte. Aber ein paar Beispiele, wie man an so eine Arbeit an sich selbst herangehen kann, wenn man eben mit diesen zwei gefährlichen Gefährtinnen der Lilith arbeiten will, wäre eben, dass man bei der Kulturprägung, also bei der Agrat Bat Machlat, sich mal anschauen könnte, was denn so die gesellschaftlichen Klischees und Tabus sind, die einen geprägt haben. Also ich habe jetzt als Beispiel das schon eher auf die sexuelle Dimension beschränkt, aber man kann es natürlich auch noch weiter fassen auf alle möglichen Vorlieben und Abneigungen im Leben. Also zu den gesellschaftlichen Klischees und Tabus seien so Dinge genannt wie die Rollenbilder der Geschlechter, aber auch so inwieweit Sex als Statussymbol zum Beispiel benutzt wird, muss man wirklich sagen, oder missbraucht wird, wie eine Lust am Verbotenen vielleicht einfach an sich schon ein Reiz für viele Menschen sein kann, ohne genau zu schauen, was das Verbotene dann tatsächlich ist. Also was man so unter Vorlieben oder Kinks versteht.
Und dazu sei vielleicht auch sowas gesagt, wie das muss nicht alles direkt aus traumatischen oder bewussten Erfahrungen in der Jugend oder jungen Erwachsenenzeit herstammen, solche Vorlieben und Kinks, sondern es ist zum Beispiel auch vorstellbar, dass ein, sagen wir mal jetzt als plattes Beispiel, wenn ein Mann irgendwie auf besonders neongrell bunte Unterwäsche bei einer Frau steht oder sowas, dass es vielleicht überhaupt nichts mit einer sexuellen Erfahrung zu tun hat, sondern dass er schon als kleines Baby oder als Kleinkind wirklich, keine Ahnung, bei einem Geburtstag oder so schöne bunte neon-knallfarbende Luftballons gesehen hat und der das deswegen so tief in sich drin, quasi schon im Gehirn, wie sagt man, hardwired, also ganz fest verdrahtet mit Freude, mit einem schönen Erlebnis assoziiert und dass sich sowas dann auch in der Sexualität später niederschlägt. Also da kommen wir wirklich in Bereiche, die kann man auch kaum mehr verändern, weil das so tief drin ist. Da muss man dann einfach damit leben, dass diese Agrat einen eben begleitet im Leben und man kann nur schauen, sie möglichst unschädlich zu machen, sie konstruktiv irgendwie zu integrieren in seinen Lebensentwurf. Auf der anderen Seite die Natursymbolik auch noch kurz abhaken, was ich also der Eschet zuschreibe, das sind dann eher so die, sagen wir mal, wertneutralen Dinge oder zumindest in dem Sinne wertneutral, dass sie jetzt nicht durch gesellschaftliche oder kulturelle Tendenzen oder durch die persönlichen Erfahrungen des einzelnen Menschen geprägt sind, sondern einfach durch die Sache selbst, also durch die Naturumstände, die mit der Sexualität zu tun haben. Also grundsätzlich erstmal die Hauptthematik ist natürlich männlich-weiblich, diese Polarität, die dann üblicherweise als männlich für das Innerliche stehend und weiblich für das Äußerliche stehend verstanden wird. Also nicht nur im Jüdischen, auch in der Hindu-Mythologie ist es oft so, dass die männlichen Archetypen eher was Innerliches, Geistiges ausdrücken und das Weibliche eher für das Erscheinende, Materielle stehen. Und das kann man natürlich auch ganz handfest einfach durch die Physiologie der Geschlechter oder ganz konkret der Geschlechtsteile, wie sie sich dann verbinden, erklären, warum männlich innen und weiblich außen ist. Naja, und weitere Polaritäten, aktiv, passiv oder auch von den Substanzen, die dann damit einhergehen, Blut und Samen, das Rote und das Weiße, auch von den Farben, eine ganz wichtige Symbolik. Da geht es dann auch vor allem in den Bereich der Magie und wir kommen wieder so ein bisschen zu dem, was wir schon hatten am Anfang mit dem Adam Kadmon und der Ur-Lilith als Wille Gottes und Wille und Vorstellungskraft Gottes. Denn gerade das Rote, also das Blut, jetzt nicht nur das Menstruationsblut, sondern allgemein das Blut wird eigentlich in vielen Traditionen mit dem Willen auch des Menschen assoziiert. Und der Samen des Mannes wird ganz oft mit der Vorstellungskraft des Menschen, mit der Imaginationsfähigkeit assoziiert. Bei Paracelsus zum Beispiel findet man solche Aussagen, aber auch im Jüdischen, da ist es dann meist ein bisschen impliziter, aber auch da findet man das, dass zum Beispiel gewarnt wird, wenn zu viel Samen den Körper verlässt, dann schadet es der Leuchte der Augen oder sowas. Oder der Samen ist quasi die Leuchte der Augen, ist eine Formulierung von Maimonides, der auch relativ bekannt ist. Vielleicht sei auch noch dazu, ja? Wenn ich mal kurz einhaken darf, mich würde mal interessieren, diese Zuordnung zur kulturellen Prägung und zur Natursymbolik und dann mit diesen Unterkategorien sexuelle Vorlieben oder Blut und Same, diese Dinge. Sind das deine Ideen, also deine Zuordnung, weil du dich mit der Thematik lange befasst hast, oder ist das in irgendeiner Überlieferung so tradiert? Also so wie ich es jetzt hier quasi präsentiere, ist es schon das, was in den letzten Jahren so bei mir sich ergeben hat als Gesamtbild. Aber wie schon eben gesagt, dass der Samen mit der Vorstellungskraft assoziiert ist, das findet man bei Paracelsus, auch in der jüdischen Überlieferung. Dass das Blut mit dem Willen assoziiert ist, wird man bei Steiner zum Beispiel finden, Rudolf Steiner. Also das sind jetzt keine Sachen, die ich mir aus den Fingern gesaugt habe, aber ich gebe zu, es ist schon ein bisschen eine Nee, eigene so meinte ich es auch gar Interpretation. nicht. Mich interessiert es nur einfach, wie entstehen diese Gedanken und Interpretationen. Also es sind Dinge, die du durch ein jahrelanges Studium zusammengetragen hast, für dich neu interpretiert hast, zusammengebracht hast. In gewissem Sinne so eine Art Synkretismus aus verschiedenen Traditionslinien. Das war für mich nur. Jetzt hat mich einfach interessiert, ob es zum Beispiel jetzt in der jüdischen Überlieferung zu Agrat diese Bezüge gibt, eben zu Sexualtabus und Vorstellungen oder all sowas, oder ob es eher angedeutet ist und du das halt so zusammengetragen hast. Also grundsätzlich gibt es im Jüdischen auf jeden Fall die Assoziation aller
Lilith, also der Lilith selber und auch aller Töchter von Lilith mit sexueller Ausschweifung ganz allgemein. Also grob gesagt, wenn man jetzt Lilith als die Mutter von dieser Aggrat und von dieser Eshet sieht, kann man ja auch sagen, sie ist der Oberbegriff für alle diese verschiedenen Arten von Ausschweifungen oder Abweichungen von der reinen Zeugungsfunktion des Geschlechtsaktes, so könnte man vielleicht sagen. Also alles, was ich hier unter Natursymbolik so andeute, das geht ja dann auch über die reine Zeugung eines Kindes hinaus. Natürlich gehört die irgendwie auch dazu, aber das wäre dann quasi eher die Nama, also die gesunde Tochter Liliths, während Aggrat und Eshet eher so die Abweichung davon sind. Da wird auch was gezeugt, aber eben keine physischen Kinder, sondern eben Geister oder Dämonen, wenn man es so negativ konnotieren will. Aber ist denn die Vorstellung so, dass alle Dämonen grundsätzlich so entstehen? Das wäre ja interessant. Also dann wären die Dämonen ja ein Menschenwerk im höchsten Naja, Sinne. also ganz so würde ich es nicht sehen, weil ja zum Beispiel auch schon die Lilith als Frau Samael sich auch mit anderen gefallenen Engeln und sowas paart und daraus dann solche Wesen entstehen. Also der Mensch spielt nicht in jeder Hinsicht eine Rolle, aber schon oft. Also viele dieser sogenannten dämonischen Kräfte sind auf jeden Fall aus der Konfrontation des Menschen mit der Lilith oder ihren Töchtern entstanden. Ja. Ich wollte nur kurz noch was ergänzen zu der Thematik Adam, Kadmon und Ur-Lilith als Wille und Vorstellungskraft Gottes. Da kann man sich ja jetzt auch fragen, was dann die niederen Stufen der Lilith mit ihren jeweiligen Gemahlen sind. Wieder dasselbe, würde ich sagen. Also Lilith ist immer wieder die Vorstellungskraft, nur halt eine immer weiter ins Sinnliche oder ins Niedere, Triebhafte sinkende Vorstellungskraft. Und der Wille ist dann eben nicht mehr der Wille Gottes oder der Wille des Adam Kadmon, sondern eben der Wille Samaels oder der Wille Asmodeus und so weiter. Ich gehe mal weiter. Hier der letzte Punkt, das sei vielleicht einfach nur mal als Gedankenanstoß erwähnt. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich kann es jetzt nicht verifizieren, ob es nicht auch Tierarten gibt, bei denen das anders ist, aber angeblich gibt es keine Tierart, die sich beim Geschlechtsakt in die Augen schauen kann. Also, dass wie der Mensch wirklich Antlitz zu Antlitz sich verbinden kann, soll das angeblich bei keinem Tier möglich sein. Das einfach nur mal so als In dem Fall empfehle Gedankenimpuls. ich mal den Besuch im Zoo und sich das Treiben der Bonobos anzuschauen. Gut, ja, ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Primaten, der ja auch relativ nah am Menschen ist, es doch gelegentlich vorkommt, sowas. Ja. Tja, jetzt kommen wir zu einem letzten Punkt. Eine Geschichte, die Geschichte von Salomos Ring, aber auch die Königin von Saba und die Weisheit Salomos. Das können wir hier jetzt in so einem doch eher Überblicksvideo nicht wirklich ausführen. Deswegen habe ich hier mal nur ein paar Stichpunkte genannt. Du kannst dann sagen, wo du gerne noch mehr hören willst, aber ich glaube, ich fasse es eher mal so ein bisschen zusammen. Die Geschichte von Salomos Ring ist erstmal ganz grob so zu umreißen. Salomo hat beim Tempelbau oder für den Tempelbau einen Ring benutzt, den er quasi von Gott selbst bekommen hat, wo der Name Gottes eingraviert ist. Und mit diesem Siegelring hat er Macht über die Dämonen und Geister und kann die dann rekrutieren für den Tempelbau, damit die dann schwere Aufgaben übernehmen, die der Mensch oder die menschliche Rasse allein durch ihre Muskelkraft nicht schaffen könnte. Also der Ring Salomos dient ihm erstmal dazu, die Dämonen, die Geister zu beherrschen und sie sich nutzbar zu machen. Die Königin von Saba, die kommt dann zu Besuch nach Israel im Zuge dieses Tempelbaus oder wenn der Tempel eingeweiht wird. Und sie ist begeistert oder beeindruckt von Salomo, von seiner Weisheit insbesondere. Gibt dann auch so die Erzählung, dass sie ihm ein ganz schweres Rätsel stellt, ob er es denn lösen kann und so weiter. Aber auch Salomo ist sehr angetan von der Königin von Saba. Allerdings gibt es dann auch gewisse Unstimmigkeiten. Zum Beispiel gibt es eine Version der Geschichte, dass dann die Königin sich für einen anderen entscheidet, nämlich nicht für den Salomo selbst, der zwar den Tempelbau beaufsichtigt hat, sondern sie entscheidet sich dann für den Bauherrn des Tempels, also für den Baumeister, für den Hiram, der auch eben in der Bibel schon erwähnt wird. Und dann gibt es manche Legenden, weswegen dann Salomo quasi aus Eifersucht etwas tut, was dem Hiram schadet und so weiter. Aber das wollen wir jetzt hier auch nicht ausführen. Es geht auch eher so in die freimaurerische Symbolik dann. Kann man bei Rudolf Steiner zum Beispiel auch ganz frei öffentlich einsehbar nachlesen.
Worauf ich jetzt hier hinaus will, ist, dass die Königin von Saba auf Hebräisch die Malkat Schwa genannt wird. Und die Malkat Schwa, diesen hebräischen Namen kann man auch wiederum anders lesen, genau gleich geschrieben, als Malchus Sheba. Und das heißt dann das Königreich, das da kommt. Also das kommende Königreich. Und wer bibelfest ist, wird sich ganz schnell an das Reich Gottes erinnert fühlen. Das ist ja die kommende Welt, das kommende Reich. Also die Königin von Saba heißt wortwörtlich eigentlich das kommende Reich, die kommende Welt repräsentiert sie damit. Und natürlich ist dann verständlich, warum Salomo angetan ist von dieser kommenden Welt. Die Frage ist aber, wie erreicht er sie? Wie gewinnt er sie? Denn erstmal führt dieser Reiz dazu, er will sie für sich gewinnen, macht aber Sachen, die nicht so glücklich sind, um sie zu beeindrucken. Das eben habe ich schon erzählt, dass er seinen Baumeister irgendwie hintergeht, möglicherweise, oder zumindest eifersüchtig auf ihn wird. Und eine andere Geschichte, und die will ich jetzt ein bisschen mehr ausführen, ist die, wie er seinen Ring verliert. Denn als Prahler, wie er so ist vor der schönen Königin, hat er neben den ganzen Dämonen, die er für den Tempelbau rekrutiert hat, auch den König der Dämonen unter Kontrolle gebracht. Und zu seiner Zeit ist es nicht mehr Samael, sondern schon Asmodeus, der dritte Gemahl der Lilith. Den hat er also gefesselt, in Ketten gelegt, in seinem Thronsaal zur Belustigung sich ja zur Seite gestellt und lässt sich von ihm unterhalten. Und dann ersinnt aber dieser Asmodeus eine List. Er sagt nämlich, boah, guck dir deinen Ring an, so eine Macht, die er dir verleiht. Ich bin in deinen Händen, ich der König der Dämonen, kann nichts gegen dich tun, weil du diesen Ring hast. Guck mich doch an, ich bin in Ketten. Gib mir doch diesen Ring einmal ganz kurz, ich kann ja nichts machen, ich bin ja gefesselt. Nur damit ich einmal dieses Machtgefühl spüren kann, wie du es dein ganzes Leben lang hast. Und was passiert? Salomo, Sympathy for the Devil sozusagen, er hat Mitleid mit dem Teufel. Und der denkt sich, ja, er ist ja gefesselt, kann ja nichts passieren. Also gibt er ihm den Ring. Aber anstatt dass der Asmodeus sich diesen Ring aufsteckt auf den Finger, schmeißt er ihn aus dem Fenster ins Meer und er ist verloren. Und damit passiert dann das, was alle schon befürchtet haben, die diese Geschichte hören. Salomo verliert seine Macht, verliert dann auch die Macht über die ganzen Dämonen, auch die Macht über den gefesselten Teufel. Der Teufel kann sich befreien. Salomo wird vertrieben aus seinem Palast. Asmodeus setzt sich auf den Thron Israels. Aber wie das so ist, die Menschen erkennen es nicht. Die Menschen sehen nicht wirklich das Wesen, die sehen nur die äußere Form. Die sehen, der sitzt auf dem Thron, der hat den Herrscherstab in der Hand, hat sich eine Krone aufgesetzt. Das muss unser König sein. Also dient Israel seitdem dem Asmodeus und hält ihn für den König Salomo. Der wahre Salomo dagegen muss ins Exil gehen, weil natürlich keiner ihm glaubt, dass er der König ist, wenn er da ohne Krone und Prunkgewand auf der Straße irgendwelche Geschichten erzählt. Der treibt so weit, dass die Leute ihn schon umbringen wollen, weil er so Behauptungen über den König aufstellt, dass das eigentlich der Teufel sei und so. Also muss er flüchten, in die Ferne, in die Fremde. Gibt's auch ganz viele Geschichten jetzt dazu. Es wird zum Beispiel gesagt, das Buch Prediger, was auch in der Bibel enthalten ist, entsteht auf dieser seiner Reise durchs Exil. Was aber dann der entscheidende Punkt ist, an irgendeinem fremden Königshof, bei den, ich glaube, Ammonitern oder Moabitern ist es, also bei einem derjenigen Völker, die laut biblischem Narrativ aus Inzest entstanden sind. Dort arbeitet er als Koch und die Königstochter, eine gewisse Naame, verliebt sich in den Koch. Der Vater, der König, will natürlich nicht, dass seine Prinzessin irgendeinen Koch heiratet, sondern jemanden ihres Standes, also stellt er sie vor die Wahl, entweder du schlägst dir das aus dem Kopf oder ich bringe den Koch halt um, hast du Pech gehabt. Die beiden flüchten dann vor dem bösen König und irgendwo in der Fremde haben sie mal wieder Hunger, angeln sich irgendeinen Fisch und machen den Fisch auf und was zeigt sich im Inneren des Fisches? Der Ring Salomos, den der Fisch irgendwann verschluckt hat im Meer. Und so kehrt also diese Macht des Ringes auch wieder zu Salomo zurück. Er ist sofort wieder Herr seiner Macht, kann wieder zurückkehren nach Israel, bringt jetzt die Naama mit, die fremde Prinzessin, macht sie also zu einer Königin von Israel und kann sich wieder auf seinen Thron setzen. Alles ist wieder im Lot. Und das ist also der große Kreislauf, der gegangen werden muss. Salomo muss erst fallen, so wie Adam erst fallen muss, muss dann aber in der Ferne die konstruktive Seite Liliths wiederentdecken. Das ist eben diese Naama. Und mit ihr findet er dann auch wieder zu seiner Macht zurück
und vereint sich dann wieder mit ihr auf dem rechtmäßigen Thron Israels als quasi Repräsentant Gottes, wie man so will. Das soll der Mensch eigentlich sein, der ursprüngliche Mensch, Repräsentant Gottes hier auf Erden. Mich erinnert das so ein bisschen an die Tierkreissymbolik. Er findet den Ring dann ja im Fisch. Fisch ist das 12. Zeichen im Tierkreis. Und nach dem Fisch beginnt dann wieder mit dem Widder ein neues Jahr oder ein neuer Zyklus, ein Neuanfang. Und so ist es ja auch in der Geschichte. Er findet dann im Fisch, könnte man ja auch sagen, im Zeichen Fisch den Ring wieder und dann zum zweiten Mal besteigt er seinen Thron. Das wäre dann sozusagen im Widder der Neuanfang. So würde ich auf jeden Fall, würde ich diese Verbindung auch noch dazu ziehen. Ist denn diese Nama, mit der jetzt Salomo zusammen ist, dieselbe, mit der Noah zusammen war? Oder bringe ich jetzt schon die Namen alle durcheinander? War nicht die erste Frau Noahs auch Nama? Oder? Ja, das hast du natürlich jetzt richtig erkannt. In der jüdischen Überlieferung wird nicht behauptet, dass das dieselbe Nama ist. Es ist aber halt eine Nama und so oft taucht der Name sonst nicht auf. Also es gibt eigentlich nur diese drei Erwähnungen von Nama, so in der jüdischen Überlieferung, zumindest so an prominenteren Nennungen. Einmal als die Tochter Liliths und Mutter von Dämonen, einmal als Noahs Frau und dann eben einmal als diese Prinzessin der Moabiter oder Ammoniter, die Salomo im Exil antrifft. Und deswegen fand ich es nicht allzu fernliegend, die alle auch miteinander zu identifizieren. Natürlich nicht in irgendeinem historischen Sinne. Das sollte man eigentlich ja immer wieder dazu sagen, wenn ich von der Bibel oder von irgendwelchen Überlieferungsnarrativen erzähle, dann behaupte ich nicht, dass sich das irgendwie physisch, äußerlich in der Geschichte so zugetragen hat, sondern das sind Archetypen, die sich in uns, in jedem von uns, in der Seele, im Erleben zutragen oder zutragen können, wenn wir denn offen dafür sind. Tja. Das wäre so ungefähr alles. Jetzt nochmal eine abschließende Zusammenfassung. Von Lilith zu Nama, das Trauma und die Heilung. Also ursprünglich die kosmische Vorstellungskraft, das Weib des Adam Kadmon. Aber zwangsläufig muss sie fallen, um zum Weib Samaels zu werden. Zeugt unzählige Dämonen und Geister. Dann fällt sie noch weiter, wird zum Weib des noch schlimmeren Asmodeus sogar. Aber immerhin wird sie da auch die Mutter der Nama, mit der es dann auch wieder ein paar konstruktive Aspekte gibt. Aber sogar die Nama ist letztlich noch eine Verführerin, sogar der gefallenen Engel, das sei vielleicht auch nochmal kurz erwähnt, vor der Sintflut, gewissermaßen der Grund für die Sintflut ist es, dass diese gefallenen oder die da noch nicht gefallenen Engel, die Engel einfach oder gewisse Engel, die Nama, also eine Menschentochter sehen, die Tochter oder die Schwester des Tubal Kain, die Tochter des Lamech, und die schönste aller Frauen ist und sie deswegen verführt werden, hinabzusteigen über dem Mount Hermon, also dem Hermon. Der Name bedeutet Bannung, denn da beginnt die Bannung dieser Engel. Sie steigen herab auf den Berg, nehmen sich diese Nama zur Frau und zeugen eben auch mit ihr wieder alle möglichen Wesen. Das sind dann meist die, die so als Mischwesen aufgefasst werden oder Riesen oder die Halbgötter der Griechen oder sowas. Die seien alle aus der Verbindung von Nama mit verschiedenen dann gefallenen Engeln entstanden. Aber diese Nama ist es dann, die, weil sie so schön ist, auch von Noah begehrt wird und dann eben zur Frau Noahs wird und entsprechend die Mutter der ganzen Menschheit. Aber das ist interessant, dann ist ja nicht nur diese Menschheitsmutter, sondern ja auch noch die Mutter diverser dämonischer oder halbmenschlicher Wesen. Ja, Name hat viele Seiten. Naja, die Mutter der Vampire ist sie auch. Das hatten wir jetzt nicht ganz so ausführlich ausgelegt oder ausgeführt. Du hast es mal kurz erwähnt, dass auch die Vampirsymbolik mit dem Succubus ja irgendwie ganz eng verwandt ist. Aber ich will den Wert darauf legen, dass sie zwar die Mutter der Vampire ist, aber sie kann halt auch die Heilung vom Vampirbiss sein. Also gerade wenn man dieses Vampir-Motiv auch so ein bisschen auf sexuelle Ausbeutung bezieht, wie ja bei dem Succubus auch schon anklingt. Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie Kindesmissbrauch als, da werden Kinder von Vampiren gebissen und werden dann auch zumindest potenziell selber zu Vampiren. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie selber irgendwann Kinder missbrauchen, aber meist entwickeln sich irgendwelche destruktiven Tendenzen bei traumatisierten Menschen. Aber die Hoffnung ist eben, dass es auch Heilung von diesen Traumas geben kann. Ja,
allgemein die Kraft des menschlichen Ich, das hätten wir vielleicht eben bei dem Ring Salomos noch mal ein bisschen ausführen können, aber für diese Details, die dann auch sehr abstrakt werden, sei wirklich lieber auf das Video auf meinem Kanal verwiesen oder auch auf den Text, der auf der Website zu finden ist, weil das Video ist eigentlich nur der vorgelesene Text, ein bisschen zu dicht wahrscheinlich von einmal anhören, alles zu durchdringen. Der Ring ist für mich auch einfach ein Symbol für das menschliche Ich, aber das reine menschliche Ich, also nicht irgendwie das Ego, was schon verzerrt von allen möglichen Prägungen und Traumata ist, sondern wirklich das reine Ich, wo sich noch das Göttliche drin niederspiegelt. Also vielleicht das Selbst, könnte man auch eher sagen. Und dieser Ring ist es also, den Asmodeus dem Salomo abspenstig macht. Dieses Wahre, die Verbindung zum wahren Selbst geht verloren und muss wiedergefunden werden. Ja, Lilith, die Schutzheilige der Dissoziation. Weisheit und Ring Salomos, also eigentlich sowohl der Ring Salomos könnte man als dieses Ich oder dieses wahre Selbst bezeichnen, als auch die Weisheit Salomos ist eigentlich für mich, Lilith ist diese Weisheit Salomos, aber er, der Salomo in uns allen, muss eben diese Weisheit auch erkennen, nicht nur als irgendwie abstraktes, hehres Ideal davon reden oder irgendwelche Behauptungen aufstellen, was jetzt diese Weisheit denn alles so beinhalte, sondern sie wirklich erleben. Und das ist eben ein Abenteuer, was jeder nur ganz individuell erlebt. Aber ich glaube, dass diese ganze Mythe oder dieser Mythenkreis um Lilith rum den ein oder anderen Impuls geben kann, ein tieferes Erleben seiner eigenen Existenz und auch seiner eigenen Traumata und seines eigenen Prozesses der Heilung solcher Traumata zu ermöglichen. Das wär's von meiner Seite. Ja, Janosch, ich danke dir. Sei so lieb, machst du die Präsentation einmal aus, dass wir uns hier wieder in Vollbild sehen. Ich danke dir für deine Vorbereitung, dafür, dass du dein Wissen so freimütig mit uns geteilt hast. War super interessant. Es regt sehr an, selber nochmal nachzuforschen. Ich glaube, die erste Station beim Nachforschen wäre dein eigener YouTube-Kanal, den wir hier auch einblenden. Denn da gibt es dann, wie gesagt, noch das ausführlichere Video zum Thema. Es gibt auf deiner Webseite, die ich ebenfalls unten in der Videobeschreibung einblende, auch noch den Text zu lesen. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir in Zukunft zu weiteren Mystery-Themen wollte ich gerade sagen, aber so okkulten Themen, gerade mit so einem biblisch-jüdischen Bezug, da nochmal zusammenkommen würden. Ja, und bedanke mich bei dir. Super, dass du da warst. Kann den Dank nur zurückgeben, habe mich sehr gefreut, dass es endlich mal wieder geklappt hat. Also nicht nur mit dir endlich mal wieder, sondern überhaupt mal wieder was für YouTube. Ich habe auch in letzter Zeit viel um die Ohren und schaffe nicht mehr so viel für die Öffentlichkeit zu machen, wie ich gerne hätte. Bin nach den harten Arbeitstagen meist so Banane am Ende, dass nicht mehr viel geht, als sich berieseln zu lassen. Aber umso mehr freut es mich, dass du mir jetzt hier diesen Wiedereinstieg nach einigen Monaten der Stille ermöglicht hast. Vielen Dank Na dafür. klar. Na klar, wir sehen das mal einfach so, wie so ein Salomo warst jetzt nicht auf deinem Thron, aber zum Glück hast du den Ring mit meiner Hilfe hier zurückerlangt, den YouTube-Ring. Und in dem Sinne, Janosch, ich hoffe, wir sehen dich hier bald wieder. Und liebe Freunde, liebe Leute, ciao und bis bald.